Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Project, jedes Mal wieder, Infection Free Zone, so heißt das Spiel. In der letzten Folge war ich ein bisschen, nennen wir es, zu freundlich oder zu zuversichtlich in bestimmten Sachen und hatte gehofft, dass wir relativ politisch das Ganze lösen können und hatten dann relativ schnell leider Essensprobleme. Wir sind jetzt dabei, unsere Lager auszubauen, zu vergrößern das ganze System, was wir besitzen. Und vor allem bin ich dabei, wieder Nahrung zu besorgen, weil wir sind jetzt eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und ich versuche auch eine Forschungszentrum zu bauen, damit wir jetzt Stück für Stück einen Funkturm bauen können und vielleicht neue Mitglieder rekrutieren. Denn das wird eine Sache sein, die wir auf jeden Fall bald brauchen können. Und versuchen natürlich jetzt auch gerade hier zu erforschen, was es geht. Denn wir haben jetzt überall gleich nur eine Waffe drin. Hier gar keine, das ist natürlich shit. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Ready for action. Going there. Nimm lieber die zwei Sachen noch mit. Wasser zu essen ist wichtig. On my way. Roger. Gut. Jetzt wird's Nacht. Jetzt müssen wir wieder hoffen, dass wir unser Land verteidigen können. Bleib im Hauptgebäude. Schauen wir mal, was passiert. Die letzten Tage waren nicht die schönsten für unser Team. Die brauchen alle einen Tag bis zur Genesung. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das sollte sich dann bald erledigt haben. Wir produzieren jetzt auch selber Nahrung. Was das Ganze natürlich ein bisschen angenehmer macht. Wir haben wieder Nahrung gefunden. Auch schön. Wir werden Stück für Stück jetzt schauen, dass wir die ganzen Gebäude hier abnagen. Ja, ich weiß, wir haben keine Waffen. Ich habe auch noch keinen Waffenladen gefunden. Beziehungsweise ich wüsste aktuell nicht, wo wir suchen sollen. Und fürs Erste ist es wichtig, dass wir uns verteidigen. So 6 Uhr in der Früh ist es wieder. Gut, ich habe einen Plan für euch. Spulen wir ein bisschen vor wieder. Ich hoffe, dass da nichts dazwischen kommt irgendwo. Oh, Nahrung. Das ist für uns natürlich jetzt ein Highlight. Gebäude angepasst. Grundlegende Antennenforschung sollen wir jetzt machen. Forschungsbeginn dauert 12 Stunden. Wir haben wieder noch mehr Nahrung. Bedeutet, wir stehen jetzt halt echt. Ja, ein Sturmgewehr ist jetzt nicht schlimm. Wir haben eine Waffe gefunden. Das ist gut. Wenn wir noch ein paar finden, wird es nicht. Sir, we stumbled upon an old building which looked like a hobo hostel. Except it was reeking of infected. Each room had a makeshift bedding made of rags, mattresses and other soft things. Okay. One room also looked like some kind of storage with random items. Did they start to create lairs or something? Verschwindet. Noted. Just leave the place. Building clear. Keine Zeit dafür. Beziehungsweise sind... Clear! There's nothing left. No more to find. Es ist wieder Nacht. Also Forschung geht nicht über Nacht, wie es ausschaut. Warum die Musik? Feuer frei! Gut, geschafft.
got it! Zwei sogar, what the fuck? Ah, der eine rennt weiter, das ist gut. Das war schon mal besser. Puh. Warum ist das eigentlich noch nicht fertig? Ich kann keine Leute zuweisen. Ich habe keine freien Mitarbeiter mehr. Holy shit. Wir sind echt schon so knapp dran. Wahnsinn. Die Küche kann nur einen benutzen. Haben wir echt so wenig Leute nur noch? Hey, wir haben 20 wieder? Waiting orders. Receiving. Roger. Und los geht's. Forschung geht weiter. Roger. Fine. Chief, we found a few bodies. Must have been the Raiders. Aha. The infected got them, but they left some guns and ammo. Oh, geil. Lucky us. No more to find. Raiders are coming. Get ready. Raiders are coming. Oh, lol. Operator. We need more resources. Das ist wieder so eine Sache. Ich sag den Lauf da rein und die so, nope, wir laufen nach Hause, wir haben Sachen dabei. Hä? Receiving. We're on the move. Roger. Sind das Sachen, die ich einsammeln kann? Nice. Okay. Zwei Waffen, okay. Reporting. We're on the move. Red Waffen haben wir jetzt eigentlich wieder viele. Ah, nee, die sind alle bei mir in den Türmen drin. Deswegen habe ich so wenig Leute. Deswegen habe ich so wenig zur Verfügung. Okay. Let's do this. Get ready. Wo? Drei Leute, okay. Going there. Operator. Die jagen schon die ganze Zeit darum. Ich glaube irgendwie nicht, dass die kommen. Läuft dann von Haus, es ist 16 Uhr. Cool. Das Tor hat auch ein... What? Okay, das hat auch eine eigene Verteidigung. Wir werden morgen mal den Turm und den Turm... Oder das Tor unbewaffnet machen. Damit die den Turm hier reparieren. Was Metall dafür müssten wir haben, jawohl. Haben wir auch. Bedeutet aber, das ist eine relativ stark befestigte Ecke jetzt. Was natürlich mega gut ist. Und dann können wir rein theoretisch so ein bisschen, also hier sozusagen weitermachen, das nochmal extra sichern, weil das wäre gleich ein gutes Wohngebäude. Das sind natürlich dann ganz andere Bedingungen, wenn wir uns das angucken, sagen hier,
Ich hätte hier einen gern Schutzraum. Da passen 300 Leute rein teilweise. Hier passen 60 alleine rein. Hier passen 5 rein. Das wären auch nochmal 2 kleine Wohnungen, denke ich, am Ende. Also für das da. So. Okay, schau. Wir tun unbeaufsichtigt machen. Unbeaufsichtigt machen. Euch schicke ich jetzt mal noch da drüben. Sir, we're in a building full of the infected, and they've cut off our escape. We've barricaded ourselves in the basement, but we can't get out now. Can you send a squad to fight them off and help us? Wait there. I'll send a squad immediately. God damn it. Zwei Türme unbewaffnen. Waiting orders. Ready for action. Roger. Bitte, 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 bitte funktioniere. Into the sun. But what's worse, he seemed to know exactly what he was doing. It took him a moment to give up, but then he returned Reporting. To the darkness. Reporting. What the hell is going on? Better get back there and kill him. Ready for action. Ready for action. We're on the move. Roger. Receiving. Alter, was passiert hier? Reporting. Auflösen, so. Reporting. On my way. So, wir haben jetzt gleich wieder ein paar Mitarbeiter, hoffe ich mal. Zwei gehen gleich wieder bitte auf die Barrikaden hier. Done. Ist jetzt noch eine Munitionskiste heute, okay. Building work done. We need more resources. The antenna is now operational. Let's broadcast an invitation as a test. Or just call the squads back to HQ. Okay. Building clear. Let's start broadcasting. Stop working. Start winding down. Going there. All squads, return to base. Hatten wir nicht mehr Waffen? Was ist das, der eine Punkt nimmt einfach AKs jetzt? Was heißt hier das? Vollmond mit klarem Himmel veranlasst die Infizierten in der Nacht drin zu bleiben. 12 survivors. This is an infection-free zone. We're running out of resources. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Neutrale Truppe. Let's do it. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide order, shelter, safety, and security. Join us. Roger. Es sind zwei AKs da gewesen, oder?
going there. Roger. Pistolenproduktion. Na, ich habe nur noch 3. Medizinische Versorgung. Wettervorhersage wäre natürlich geil. Erhöht die Ernte der landwirtschaftlichen Betriebe. Das ist gut. Werkzeugfabrik. Okay, wäre natürlich auch was. So, jetzt habe ich eine neutrale Gruppe vor meiner Nase rumdümpeln. This is operator of infection free zone. State your business. Going there. Finally. I was beginning to wonder where you've gone. It's such a nice day outside. Got a good night's sleep. I think I'll go to that house by the end of the road today. It's time. I'm sorry. Who are you? Very funny. Very funny. You almost had me. You know. Sir, I don't know you. And I... But we talked yesterday, and the day before. I know your voice. Stop kidding around, Gary. Sorry, sir, but I'm not Gary. But I... We're on the move. Who are you? We have a zone set up here. I'm the chief comms operator. It's safe here. We're on the move. You should join us. Oh, I don't know. I haven't been out of the house in months. Building clear. Where are you? What's the address? Just stay off this line, sir. So. Oh. You're really not him. Let's do it. Sorry, I get confused sometimes. Going there. Building clear. Search done. Stop working. Start winding down. Ah, wir schicken sie mal zurück. Roger. All squads, return to base. Und dann würde ich gerne noch einen einladen. All survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Schließt euch uns an. Steht unsere Antenne da. Er scheint schon Veteran zu sein, auch nicht schlecht. Feuer frei. Wie viele Pistolen haben wir jetzt auf Lager? 2 angeblich. We're missing resources. Stimmt doch gar nicht, wir haben doch zu. Oh. They're breaking into our building. Tak, 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 tak. Jetzt schießen rein theoretisch 6 Leute auf die, oder? Wie viele Zombies sind das? Wenn schon dominanter Typ menschlich dabei steht, weißt du schon, was abgeht. Wir haben sie abgewehrt, das ist gut. So, jetzt ist es 6 Uhr in der Früh. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Was heißt nicht schon wieder nur eine Pistole? Achso, das ist das gesamte Lager, kann das sein? Oh Gott, okay. Alles falsch verstanden. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.